Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayat. Hey, hey, herzlich willkommen zum John Sinclair Podcast und diesmal geht's um Underworld. Genau, das ist die zweite Staffel von Sinclair. Die erste Staffel hieß Dead Zone und endete letztes Jahr. Jetzt ist die zweite Staffel seit Ende März da, beziehungsweise die erste Folge davon und ein dazugehöriger Prolog. Sinclair, das hat jetzt nichts mit den regulären Sinclair Edition 2000 oder Classics zu tun. Das ist, sagen wir, eine andere Art Sinclair oder eine Neuentdeckung von Sinclair. Was genau? Dazu komme ich später. Darüber unterhalte ich mich vor allem mit den Machern Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach, die mir unter anderem erzählt haben, warum die erste Staffel eigentlich Dead Zone hieß. Dann spreche ich mit Stefanie Kellner, die ist uns bekannt als Schau, und dem John Sinclair-Sprecher Torben Liebrecht. Also wie gesagt, nicht durcheinander kommen mit den Sinclair Edition 2000 oder Classics, das ist eine ganz andere Kiste. Aber wie gesagt, dazu komme ich später. Ich durfte außerdem auch aus der Ferne, sozusagen von meinem Sofa aus, ein bisschen Mäuschen spielen und durfte den Sprachaufnahmen von Schau, also von Stefanie Kellner, zugucken bzw. zuhören. Die saß in München, Dennis Erhardt saß in Hamburg und ich saß hier in Köln auf meinem Sofa und die Technik macht's möglich. Und da lasse ich euch natürlich auch noch reinhören, aber zuallererst gibt's die News. Auch in den News dreht sich fast alles um Underworld. Als erstes gibt's auf johnsinclair.de Steckbriefe zu den Hauptfiguren. Die könnt ihr da finden, euch angucken, euch wieder so ein Bild machen. Wer sind diese Hauptfiguren? Warum sind die anders? Es gibt ein Interview mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Und auf Spotify, da gibt's die ganze erste Staffel, Dead Zone. Einfach mal so zum Durchseppen. Falls ihr die verpasst habt oder vielleicht denkt, ach, hab mich nicht so richtig rangetraut, jetzt gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Geht auf Spotify, da gibt's die ganzen 6 Folgen der ersten Staffel, Dead Zone. Underworld, da gibt es die erste Folge seit Ende März und einen Prolog. Und ab jetzt erscheint die alle 2 Monate. Es gibt 8 Folgen. Das heißt, die nächste Folge gibt es dann im Mai und dann im Juli und so weiter bis zur Folge 8. Und Ende November erscheint dann das ganze Buch zur zweiten Staffel. Das erscheint dann bei Fischer Tor. Tja, und abseits von Underworld habe ich auch noch so eine Kleinigkeit. Geht gerne auf YouTube und abonniert unseren Kanal. Da gibt's auf jeden Fall den Night Talk mit dem ganz großartigen Hannes Bender. Und falls ihr die Personalakten so cool findet wie ich, ja, wo die einzelnen Charaktere des Sinclair-Teams vorgestellt werden, mit Florian Hilleberg und Hannes Bender, ne? Davon kommen jetzt demnächst noch einige. Bisher gibt's ja schon John Sinclair, Suko und Bill Connolly, aber da kommen auf jeden Fall noch welche. Also bitte dranbleiben. Also, Ende März erschien die erste Folge der zweiten Staffel Sinclair. Die Staffel heißt Underworld und als ich diesen Podcast geplant habe, fiel mir ein, wie ich damals die erste Staffel, also Dead Zone hieß die, wahrgenommen habe. Anfangs hat es echt gedauert, bis ich mich in die Figuren reingefuchst habe, sie auch irgendwie akzeptiert habe und vor allem auch diese offenen Fäden irgendwie verstanden habe. Da ist so viel an verschiedenem Input, was man dann irgendwie in seinem Kopf zusammenkriegen muss. Also da gibt es Spinnen, da gibt es komische Geister, die in Menschen hineingehen und sie manipulieren und sie dann aber auch töten. Und dann gibt es einen Würfel und dann gibt es eine Droge, die heißt Harmony. Und am Anfang war ich echt ein bisschen verwirrt. Aber als ich das geschafft habe, ne, da habe ich die Staffel echt komplett gesuchtet. Ich kann aber auch verstehen, wenn man anfangs ein bisschen verwirrt ist und sich irgendwie fragt, wo fange ich eigentlich an? Und genau deshalb habe ich mich mit den Machern Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach unterhalten. Allerdings saßen wir in 3 verschiedenen Städten Deutschlands in unseren Wohnzimmern und haben telefoniert. Daher sorry für die Qualität. Ende März ist die erste Folge der zweiten Staffel des Sinclair Reboot erschienen. Die heißt Underworld. Und ich bin ganz happy, die beiden begrüßen zu dürfen, die die Staffel gemacht haben, nämlich Dennis Erhardt. Hallo Dennis. Hallo Amy. Hi. Und Sebastian Breitbach. Hallöchen, guten Tag. Tag. Vielleicht können sich nicht alle, vielleicht haben es auch noch nicht alle gehört. Es ist so eine Art Sinclair, der
heute, also was wäre wahrscheinlich, wenn John Sinclair heute da wäre und nicht zu der Zeit, wo er eigentlich vielleicht geschrieben wurde? Bin ich da richtig oder rede ich da jetzt komplett Müll? Ihr dürft mich da natürlich durchaus korrigieren. Naja, der Grundgedanke war halt der, dass wir uns gefragt haben, wie würde eine Serie wie John Sinclair aussehen, wenn man sie heute neu erfinden würde mit all den modernen Arten des Geschichtenerzählens, die wir so haben. Und das ist letztendlich eine Art neue Interpretation oder es ist eine neue Interpretation, auch wenn da draußen natürlich der Begriff Reboot sich etabliert hat, was natürlich nicht ganz stimmt. Ein Reboot wäre ja ein Neustart der Serie und dann eigentlich ja auch damit verbunden, die alten Geschichten von damals nochmal neu zu erzählen. Das tun wir aber mit der Serie nicht, sondern wir erzählen eine ganz andere, völlig unabhängige Geschichte. Aber wie ist überhaupt die Idee dazu entstanden? Ich meine, John Sinclair gibt es. So, was wolltet ihr jetzt neu machen? Naja, im Prinzip gab es nicht den einen Moment, an dem wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir Sinclair neu machen und planen das jetzt alles mal, sondern eigentlich ist das ein Prozess gewesen, der entstanden ist aus den vielen Telefonaten, die Dennis und ich ja zu den regulären Sinclair-Serien führen und wo wir des Öfteren am Telefon auch mal rumspinnen und sagen, ach, das müsste man mal machen oder dieses müsste man mal machen, was nicht geht, weil diese Originalserien natürlich auch Originalvorlagen folgen und wir uns da an bestimmte Regeln halten müssen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, diese Ideen müssen wir alle mal sammeln und zusammenfassen und da könnte man ja eigentlich eine vollkommen eigenständige alternative John Sinclair-Serie draus entwickeln. Weil im Grunde genommen sind das ja komplett andere Figuren. Also wie kommt man auf sowas, ne? Bill Connolly ist plötzlich nicht mehr der selbstbewusste Reporter, sondern er ist irgendwie so ein Möchtegern-Reporter, der für die für seine reiche Frau arbeitet. Also wie kommt man auf sowas? Wie habt ihr euch diese Figuren erdacht? Die Charaktere sind eigentlich nicht ganz am Anfang da gewesen natürlich, sondern es ist so etwas, wie Sebastian sagt, dass wir einzelne Ideen hatten, die wir gar nicht mal sortiert haben, sondern die immer wieder aufgetaucht sind und man könnte ja und sollen wir nicht mal und wollen wir nicht mal. Und dann haben wir Lübbe irgendwann vorgeschlagen, eine Miniserie zu machen. So war der Begriff am Anfang und hatten dazu, glaube ich, nur ein ganz kurzes, ein paar Ideen skizziert, praktisch so ein Blatt Papier oder so. Und wahrscheinlich würden wir auch nichts davon wiedererkennen, wenn wir das heute nochmal lesen würden, weil sich so viel entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und dann haben wir das halt vorgeschlagen und dann sagte Max Sieber damals, ja, dann macht mal. Und ja, und da haben wir uns natürlich riesig gefreut. Und dann fing es an mit der Arbeit und aus dieser Idee einer Miniserie, die, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich wirklich 6 CDs oder 4 CDs oder so umfasst hätte, ist dann diese Geschichte von Sinclair geworden, nach und nach. Und ja, was speziell die Charaktere angeht, wenn du danach fragst, die ja so ein bisschen mein Part sind, dass mich interessiert hat, wie wir die ganze Serie ein bisschen wegbringen können von dem Popcorn, die Art, wie John Sinclair halt normalerweise gemacht ist, dieser große Comic-Kino-Style, der immer so übergroß ist und der ja auch seine Berechtigung hat, aber wenn wir jetzt was ganz Neues machen, dass wir mal das Gegenteil davon machen, dass wir also sehr bodenständige Charaktere entwerfen, die fest verortet sind in der Stadt, in der sie leben, in der Welt, die auch mit dem Übersinnlichen gar nichts am Hut haben, sondern die eine eigene Biografie haben und die dann wirklich reingestoßen werden in diese ganze Geschichte. Das orientiert sich vielleicht auch viel an Filmen und Geschichten, die in den letzten 20 Jahren entwickelt worden sind, horizontale Erzählweisen, also über mehrere Folgen durchgehende Geschichten. Wir haben da viele Versatzstücke mitgenommen und ja, so führte halt eins zum anderen, dass wir immer überlegt haben, wie ist die Originalfigur, wenn du jetzt Bill Connolly ansprichst, und was wäre eigentlich, wenn das mal vollkommen anders wäre, umgekehrt, wenn ihm halt, wenn er jetzt nicht Geld ohne Ende hätte und alles super wäre und er könnte jederzeit eine Geschichte schreiben oder auch nicht, sondern wenn er ein bisschen Druck bekommen würde von seiner Frau und vielleicht sogar aus seiner Sicht unberechtigterweise, wenn sich da also Reibungen ergeben,
Oder wenn Glenda zum Beispiel einen Kaffee kocht, den keine Sau trinken will, weil der so scheiße schmeckt. und so kam dann eins zum anderen bei den Charakteren. Manches hat man natürlich verworfen, weil wir sagen, ja komm, es ist jetzt mal witzig, darüber zu sprechen, aber bringt nichts. Und ja, was vieles ist dann eben auch in den Geschichten gelandet, ja. Und was ich auch spannend finde, ist die Figur von John. Am Anfang habe ich ihn eher so als hingeworfene Silhouette gesehen, so als Skizze, weißt du? Ich habe im Kopf in der ersten Folge der ersten Staffel, wo er dann irgendwie in der Gegend rumrennt, um die Jungs da um Lady X zu kriegen, kriegt sie aber nicht und dann explodiert das Boot, er verbrennt und er ist erstmal tot und kommt irgendwie erst in der letzten Folge wieder. Man weiß wirklich nichts von ihm und jetzt in der ersten Folge, da erst, finde ich, langsam entwickelt sich dann eine Kontur. Also man merkt, wer er wirklich ist. War das geplant, dass der so, dass die Leute ihn und auch viele andere Charaktere so nach und nach schichtenweise erkennen? Also ich glaube schon, dass wir versuchen, vieles nicht gleich in der ersten Folge oder zweiten Folge zu enthüllen. Zum Beispiel, weil wir vorhin über Bill gesprochen hatten, aus meiner Sicht ist er halt keineswegs jemand, der seiner Frau unterlegen ist oder dass die jetzt auch nur eine furchtbar schlimme Beziehung führen würden, vielleicht eher eine furchtbar anstrengende Beziehung. aber es ist schon so, dass man auch in der zweiten Staffel sehen wird, dass Sheila sehr viel an Bill liegt und dass sie sehr viel investiert, um ihn wiederzubekommen. Er ist ja verschwunden in der U-Bahn-Station am Ende der ersten Staffel. Und das sind vielleicht Sachen, die und Beziehungen, Verhältnisse, die nicht so ganz klar sind nach der ersten CD oder nach der zweiten CD. Und ja, wie ich sagte, haben wir halt so angefangen, dass wir immer den Originalcharakter uns vorgenommen haben und überlegt haben, wie können wir den vielleicht spiegeln oder vielleicht andere Eigenschaften entwerfen, ergänzen, nenn es wie du willst, mal ist es so gewesen, mal so, und sind die Reihe nach durchgegangen. Und es ist tatsächlich so, dass bei John das Bild am längsten eigentlich unklar blieb, oder Sebastian? Naja, ich denke, das Problem mit John ist so ein bisschen, dass er natürlich als Held der Serie gewisse Charaktereigenschaften haben muss, die unveränderlich sind, auch gegenüber der Figur in der Originalserie. Er muss halt mutig sein und sich bereitwillig in jede Gefahr stürzen und so weiter, sodass wir hier jetzt nicht die Freiheit hatten, in alle möglichen Richtungen zu denken, wie das bei den anderen Figuren möglich war. Und so haben wir uns mit John Sinclair einfach ein bisschen Zeit gelassen. Daher war es ja auch ganz praktisch, dass er in der ersten Staffel direkt gestorben ist und hatten dadurch mehr Zeit, unsere Vorstellung in die Entwicklung der Figur einfließen zu lassen. Was aber auf jeden Fall eine Vorstellung von uns war, dass wir John Sinclair etwas düsterer anlegen wollten, etwas einzelgängerischer als in der Originalserie und dass das auch ganz gut harmoniert eigentlich mit diesem ruhigen Zuko an seiner Seite und vielleicht ja auch demnächst mit Chao dann. Und dass wir uns eben nur eine Geschichte dazu überlegen mussten, warum jetzt ausgerechnet John Sinclair der Held unserer Geschichte werden soll, also seine persönliche Geschichte in dieser ganzen Sache. Und da kam uns eben die Idee, dass wir ihn am Anfang erstmal aus der Serie herausnehmen und uns ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geheimnis lassen, mit ihm ein bisschen mehr Rätsel um die Figur drumherum aufbauen. Nicht nur, ob er überlebt hat natürlich, das war ja relativ klar, wenn die Serie so heißt. Hm. Aber was ist nun mit ihm in diesen 2 Wochen dort passiert, an die er sich nicht erinnern kann? Und was hat ihn verändert? Ist da überhaupt eine Veränderung? Das ist ziemlich deutlich dann am Anfang der zweiten Staffel. Aber welche Veränderung und welchen Einfluss hat das auf die Gesamtgeschichte? Das sind viele Fragen, die Sinclair dann zum Kern der Geschichte machen. Und so hat das für uns funktioniert, diese Figur in die neue Serie reinzubringen. Warum hat gerade Chao diese tragende Rolle? Also ich hätte jetzt gedacht, irgendwie hätte es so eine Jane Collins genommen, die jetzt überhaupt noch gar nicht auftaucht. Aber es ist Chao und sie macht es, also sie hat die super eingebaut.
Also Shaw ist in der Originalserie sicherlich eine der Figuren, die am wenigsten Akzente haben, wenn man jetzt mal von der Amaterasu-Geschichte absieht, die ja auch recht spät in der Serie entwickelt worden ist. Also ich gehe jetzt mal von den Anfängen betrachtet aus. Aus heutiger Sicht ist es natürlich nicht spät, wenn man von Band 2200 zurückgeht. Aber damals hat es eben diese 400 Bände gebraucht, bis diese Amaterasu-Geschichte da bei Shaw entstanden ist. Und sie war eben über lange Zeit eigentlich immer nur dabei und ist ab und zu mal aufgetaucht. Und ich fand die Idee eigentlich am Anfang ganz nett. Was wäre, wenn sie eine aktivere Rolle hätte? Vielleicht könnte sich da ja auch irgendwann mal eine Beziehung oder ein Verhältnis zu Zuko ergeben, das dann aus der Geschichte heraus entsteht. So ist das mal, so hat das mal angefangen mit Shaw. Und je länger ich dann sie von allen Seiten betrachtet habe, die Figur, desto interessanter wurde sie für mich. Man nimmt sich irgendwelche Versatzstücke vielleicht von Personen, die man kennt, wie man das immer macht mit fiktiven Figuren. Manchmal funktioniert das besser, manchmal funktioniert das schlechter. Was für mich bei Shaw halt immer super funktioniert hat, ist diese Unverstandenheit aus ihrer Sicht, diese Schroffheit, die sie in sich trägt, von der man aber sofort weiß und fühlt, dass sie gar nicht echt ist, dass sie ein gutes Herz hat und dass sie ein Typ ist, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, aber von dem man auch mal einen Tritt in den Hintern bekommen kann, jederzeit, unvermutet, obwohl man sich keiner Schuld bewusst ist. Und diese Spannung in der Figur fand ich halt sehr interessant. Und ja, auf diesen Kern habe ich den Charakter aufgebaut und glaube auch, dass er tatsächlich sich da ganz gut eignet, um die Geschichte zu tragen. Shaw ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, wie sich Figuren und Geschichte gemeinsam entwickeln können. Und obwohl sie nie als Schwerpunktfigur geplant war, hat sie sich aber trotzdem selbst dazu entwickelt, quasi dadurch natürlich auch, dass Dennis sie als Figur immer interessanter fand und da auch immer mehr dran rumgefeilt und rumgeschliffen hat, ist sie dann im Verlauf der Entwicklung der Gesamtgeschichte immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ja, sie hat uns natürlich als Figur einfach gefallen, aber in den Mittelpunkt gerückt, wie Sebastian eben gesagt hat, ist sie dann durch ihre Geschichte im Drogendezernat, dass wir sie zur Drogenermittlerin gemacht haben. Und da hat sie dann natürlich viel Expertise gesammelt in den vergangenen Jahren, was einige einschlägige Bekannte wie Logan Costello und seine ganze Organisation, seine kleinen Dealer, die er unter sich hat, und halbgroßen Dealer und großen Dealer angeht. Und das war natürlich der Punkt eigentlich, wo für uns dann der Ankerpunkt war, ja, Shaw ist eine Figur, die auch viele Infos reinbringen kann über die Vergangenheit, über diese Strukturen und hat dann dadurch auch ihre Berechtigung, in der Serie mitzuwirken. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Hörspiel zugehört habe und so dachte, ja, so eine beste Freundin hätte ich gerne, genau. Und ich rede auch mit ihr. Boah, ey, was machst du denn da, Frau? Das wird nix. Gott sei Dank ist keiner dabei, wenn ich die Hörspiele höre. Ich bin dann meistens irgendwie allein in meinem Zimmer. Das ist auch besser so. Sonst würden die Leute denken, die kickt mich ganz richtig. Auf die Idee würden wir natürlich nie kommen. Nein, gar nicht. Ich glaube, es sind vielleicht wirklich diese realen Versatzstücke, die in den Figuren manchmal drin sind, bei Shaw vielleicht sogar ein bisschen mehr, so dass eben Sachen auch zusammen funktionieren, wo man manchmal selber denkt, warum macht sie das jetzt eigentlich? Aber wo man selber schon mal jemanden erlebt hat, der in einer ähnlichen Situation, du weißt schon, beim Kampf gegen den schlimmsten Dämon, so und so reagiert. Ne? Also ich meine jetzt natürlich Situationen, zum Beispiel auf dem Polizeirevier, in der Arbeitssituation, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ja, da so aus dem Leben zu schöpfen, das ist halt das Interessanteste beim Aufbau von Figuren. Wie gesagt, habe ich das bei allen Charakteren gemacht, bei Sheila oder bei Bill, bei Zuko, aber bei Shaw funktioniert es vielleicht am besten, weil sie diesen Trotz in sich hat, der sie halt Sachen machen lässt, die wir auch alle gerne mal machen würden, wo wir aber sagen würden, nee, ach, das kommt jetzt aber nicht so gut an, sei doch mal vernünftig. Wenn sie sich zum Beispiel am Anfang der zweiten Staffel im Verhör befindet, warum sie denn die Sachen aus Teil 1 gemacht hat und sie sich aber nicht
dem Willen des Staatssekretärs da beugt bei dem Verhör, sondern ihm offen ins Gesicht sagt, dass sie ihn für nicht fähig hält und sogar für korrupt. Das würden vielleicht die wenigsten Menschen machen, aber wir würden uns natürlich alle wünschen, dass wir so sind und dass wir da wirklich mit geradem Rücken sitzen. Und deshalb macht sie das natürlich so sympathisch. Weil sie macht sich die Feinde halt nur aus einer Haltung heraus, wo wir immer sagen als Hörer, ja, das verstehe ich total. Das hätte mir auch passieren können. Sie macht sich die Feinde, manchmal vielleicht auch ein bisschen aus Blödheit, aber selbst das hätte uns ja passieren können. Ja, genau. Es ist aber nie so ein Fall, wo man sagt, oh, schau, du fängst an, mich total zu nerven, weil du einfach mir so auf den Geist gehst mit deiner Art, die ist so eklig. Das, ja, so ist sie eben nicht. Das ist das Gute an ihr. Nee, zu null. Aber jetzt mal abgesehen von den Figuren, ich würde gerne auch auf die Stadt eingehen, in die Figuren ja eingebunden sind, also auf London. Ich bin selbst sehr viel in London, also natürlich im Moment nicht wegen Corona, aber ansonsten bin ich eigentlich, ist London bzw. England an sich meine zweite Heimat und das, was mich auch total gefesselt hat an Sinclair, sowohl jetzt Dead Zone als auch die zweite Staffel Underworld, ist diese unglaubliche Verbundenheit. Also ich höre zu und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in London. Die Art, wie die Leute sprechen, auch wenn sie Deutsch sprechen, die Sounds darunter, das ist wirklich, ich höre zu und ich weiß, wo die Leute sind, ich sehe das, ich bin voll dabei. Ich kann die Bilder sehen. Ich rieche den Geruch von der Stelle, wo das ist. Ich spüre das. Ich bin fast da. So. Und wie seid ihr auf diese Verankerung gekommen? Das ist großartig. Ja, auch das würde ich sagen, ist halt wieder ein bisschen eine Spiegelung der Serie, der Originalserie, ne? Die ja nie die Absicht hatte, jetzt in die Stadtgeschichte oder die Lebensart von London reinzugehen, sondern eben nur Scotland Yard praktisch so als einen Ankerplatz genutzt hat für den Inspektor, der eben auf Geisterjagd geht. Und wir haben eben dann gesagt, wir machen das mal umgekehrt. Wenn John jetzt schon in London unterwegs ist, dann gucken wir uns London halt mal genau an und gucken uns vielleicht sogar genau die Ecken an, die man sich normalerweise nicht anguckt, nämlich eben Newham als einen von mehreren Stadtteilen. Dann waren wir jetzt zufällig, das hat sich dann zufällig ergeben, dass Dennis Simcott uns da auch noch weiterhelfen konnte, der ein großer Sinclair-Fan ist, den ich vorher kennengelernt hatte bei einer Hörspielmesse in Hannover. Und dann habe ich mich gleich erstmal selbst eingeladen und habe gesagt, ich wollte demnächst mal nach London fahren. Er lebt ja in London und ist da extra rübergekommen für deutsche Hörspiele. Das muss man ja auch mal sagen, das macht ja auch nicht jeder. Er kommt ursprünglich nämlich aus Hamburg und ist aber übergesiedelt nach London schon vor langer Zeit. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn ich schon in London bin, vielleicht können wir uns da ja mal treffen und können so ein bisschen uns mal die Gegend angucken. Du kennst dich total viel besser aus. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und so habe ich viele der Orte kennengelernt, die ich die wir auch verwendet haben in der ersten Staffel, nämlich zum Beispiel Abbey Wood, die Abtei. Da sind wir halt spazieren gegangen. Wir haben uns da Belmarsh, das Gefängnis, angeguckt, also zumindest von außen. Und durch Newham bin ich natürlich auch durchspaziert, auch so ein paar Ecken, wo ich dachte im Nachhinein, naja, ich weiß nicht, wenn ich es vorher gewusst hätte, ob ich da wirklich nochmal alleine durchgehen würde. Aber so sind eben viele Beschreibungen dann auch entstanden von Wegen, wo man mit dem Auto gar nicht hinkommt, sondern was eben nur Fußwege sind, wo Absperrgitter sind und sonst was. Und die Kläranlage da in Teil 1, in der Folge 1 von Staffel 1, die da eine Rolle spielt im Setting. Und vieles hat sich eben daraus dann ergeben, dass wir ehrlicherweise auch von Dennis Erfahrungen dann profitieren konnten. So hat sich dann eins zum anderen geführt. Ja, und für Dennis war das natürlich ein schöner Spaziergang, durch Newham beispielsweise zu laufen und sich das mal alles so ein bisschen anzugucken. Interessant wird es ja erst, wenn man dann so wie ich ein paar Wochen später dort ist, mit einigen Mikrofonen und noch einem Aufnahmegerät und dann dort durch die verschiedenen düsteren Ecken mit einem großen Puschel über dem Mikrofon und einem Gerät um den Hals rumläuft und irgendwelche Atmos aufnimmt und Geräusche aufnimmt, das zieht dann schon den ein oder anderen schrägen Blick auf sich. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz spezielles Abenteuer gewesen sozusagen. Und ich habe ja auch viel in
dunklen, kleinen Seitenstraßen aufgenommen, wo du dann vor Wohnhäusern rumstehst und da irgendwie mit so einem Gerät rumhantierst und die Leute sich wahrscheinlich fragen, ob du sie gerade irgendwie bespitzelst oder sowas in der Richtung. Das war ja auch viel nachts, weil wir in der ersten Staffel in solchen Wohngebieten relativ viele Nachtszenen hatten und da entsprechende Atmos für brauchten. Ja, und das ist dann schon ein kleines Abenteuer in der Gegend. Und wie gesagt, du bist undercover unterwegs. Ja, genau. Du bist James Bonds Assistent. Außerdem, wie jetzt der Sohn, kennt ihr nicht? Was soll das? German Hörspiel, you know. Ihr wisst schon, John Sinclair, London, Scotland Yard. Ja. Genau. Aber Abby Wood, so in der Form, also die Abtei, die ihr da beschreibt, die gibt's ja nun wirklich nicht mehr. Also wie seid ihr darauf gekommen, die dann plötzlich entstehen zu lassen? Na, die gibt es tatsächlich noch mit den Abteimauern, also in die Grundmauern, ne? Also wenn genau. Du da auf dieses Feld gehst, dann kannst du halt die Mauern noch sehen. Die sind auch teilweise so hoch eben, wie sie sein müssen, damit man da eine Schießerei schön sich aus der Deckung überleben kann. Und ja, so, solche Sachen ergeben sich dann natürlich, wenn man da durchgeht und man überlegt, Mensch, das wäre doch ein tolles Setting für so ein Finale. Und dann und die Abtei mit dieser Geschichte, wie kann man die wieder einbauen? Ja, dass sie natürlich so erscheint, wie sie damals ausgesehen hat und dass die Geschichte der Gründung der Abtei dann auch eine Rolle spielt in unserer Geschichte und ja, dann die Handlung wieder beeinflusst, das sind natürlich Sachen, die dann bei uns im Kopf oder am Schreibtisch entstehen, klar. Und nicht in ihr recherchiert wahrscheinlich dann auch ganz viel Geschichte dann dazwischen, ne? Also ihr müsst dann wahrscheinlich Bücher wälzen dann zwischendrin, oder? Ja, das ist mitunter auch passiert. Also ein Buch zum Beispiel, das gibt es nur auf Englisch. Das hat ein Detektiv geschrieben, ein Detective, also ein Ermittler von der Polizei, nicht was im Deutschen ein Detektiv ist, kein Privatdetektiv, sondern ein echter Ermittler bei der Polizei geschrieben, der im Drogendezernat gearbeitet hat in London. Und das war während der 80er Jahre, wo er da gearbeitet hat. Und das war totales Insiderwissen und wie sich Kollegen verhalten, welche Sprache da gesprochen wird. Und das war halt richtig interessant. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn es mir jemand übersetzt hätte. So musste ich mich dann da durchkämpfen auf Englisch und auch viele Begriffe dann überlegen, wie übersetzt man das. Aber da kommen zum Beispiel solche Sachen her wie im Teil 1, dass man halt in Stoke Newington so viel Drogen verkauft hat in den 80ern, was Bilder, glaube ich, mal irgendwo erzählt, dass man das bei der Polizei nur Cokey Stokey genannt hat, den Stadtteil. Ja. Das ist tatsächlich so gewesen und das kommt dann natürlich aus solchen Büchern, klar. Ich habe eine App gefunden zu der Abtei von Lesnes. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, aber die konnte ich ja damals herunterladen und da konnte man dann wirklich sich ausspielen lassen, wie der Grundriss der Abtei ursprünglich ausgesehen hat, wo welche Gebäude gewesen sind, wie das war mit dieser Ladies' Chapel, die es wirklich gegeben hat, mit dieser Geschichte, dass das Herz des Mädchens da vergraben worden ist. Das war schon sehr spannend. Das sind halt so detaillierte Informationen, wo man nicht mal eben auf Wikipedia gucken kann oder so, nicht? Und da findet man das dann alles schon. Und es war wirklich ein bisschen Kleinstarbeit, ja. Ich komme jetzt mal zurück hier auf die jetzige Staffel 2, also Underworld. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine, ihr habt uns so ein bisschen zurückgelassen. Wir wissen jetzt seit der ersten Folge, die jetzt gerade schon draußen ist, John ist wieder da. Aber was ist jetzt mit all den anderen, ne? Der Würfel, Florian Costello, das Drogenkartell, Harmony. Wie geht's weiter? Oder so ein leichter Ausblick? Ich meine, alles verraten müsst ihr nicht, aber so ein bisschen vielleicht? Ja, also ich glaube, die gute Nachricht ist ja zunächst mal, dass John Sinclair tatsächlich wieder zurück ist und dass er jetzt auch in der zweiten Staffel aktiv ins Geschehen eingreift und auch ermittelt. Wir fragen uns natürlich, wo war er die ganze Zeit und was hat er dort erlebt? Und darauf werden wir natürlich eingehen, beziehungsweise haben wir damit ja jetzt schon in der ersten Folge begonnen, das zu klären. Das hängt natürlich mit dem Würfel zusammen, der sich immer noch in dieser unterirdischen Anlage unter den Ruinen der Lesnes-Abtei befindet. Das wird natürlich ein wichtiger Spielort sein der zweiten Staffel. Ein weiterer wichtiger Ort wird die Raynham-Entzugsklinik sein, in der Bill Connolly sich befindet. Da werden wir uns dann mehr darum kümmern, was hat es mit Harmony auf sich.
also dieser Droge, die offensichtlich aber viel mehr ist als ein bloßes Rauschmittel. Und es wird natürlich um die unheimlichen, schattenhaften Magoi gehen, die Menschen besetzen können, um sie zu benutzen und ja, die offensichtlich ja nichts Gutes im Schilde führen. Und zu guter Letzt klären wir dann noch, weshalb die erste Staffel ihren Namen trägt, wenn wir in die tote Zone vordringen werden. Aber kommen denn noch andere, sage ich mal, Sinclair-Charaktere, die wir aus dem anderen Universum sozusagen kennen, noch dazu? Also Leute wie, keine Ahnung, Will Malman, Jane Collins, kommen die noch? Oder haltet ihr es jetzt erstmal mit denen, die wir kennen? Also in der zweiten Staffel wird ein sehr, 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 sehr bekannter Charakter auftauchen. Okay. Und natürlich auch erstmal nur in einer Weise, dass man sich fragt, welche Rolle wird er jetzt in dieser Serie spielen? Wir haben ja schon einige Charaktere auftauchen lassen, mitunter auch ein bisschen verschlüsselt oder auch Artefakte zum Beispiel ein wenig verschlüsselt dargestellt, genau, in anderer Weise. Und wir finden es eigentlich ganz schön, wenn diese Querverbindungen auch von den Lesern oder Hörern selbst gezogen werden und man dann denkt, Moment mal, das Ding kenne ich doch, aber in anderer Art. Haben die das vielleicht gemeint? Oder dass man also nicht so direkt immer auf die 12 sagt, das ist übrigens das Silberkreuz und so weiter. Genau. Da kommen auf jeden Fall nach und nach viele Details, aber wir lassen uns auch ein bisschen Zeit, eindeutig bei der Serie. Aber ich finde es halt auch schön, dass ihr die Loose Ends, also diese vielen verschiedenen Fäden jetzt auch so langsam zusammenführt. Also zumindest in der ersten Folge ist ja schon einiges dann auch wieder verständlich geworden, weil was ich zumindest in der ersten Staffel etwas schwierig fand, war so viele verschiedene Fäden und teilweise so überhaupt keine Ahnung, wohin sie führen. Was aber durchaus auch Konzept der Serie sein soll. Also die ist schon darauf angelegt, ein paar Rätsel- und Mystery-Aspekte zu haben, die nicht immer sofort an Ort und Stelle geklärt werden, sondern sich erst im Laufe der Geschichte auflösen und erschließen. Mhm. Und man darf ruhig an manchen Stellen etwas ratlos zurückbleiben und sich denken, was sollte das denn jetzt? Und das verstehe ich jetzt aber nicht. Aber es wird sich mit der Zeit alles zusammenfügen. Ja, wir hatten ja von Anfang an die Information, dass wir definitiv zwei Staffeln machen werden. Zwei Bücher und zwei Staffeln, sodass wir dann das Ganze eigentlich jetzt auch eher unter dem Aspekt einer großen Geschichte, würde ich sagen, betrachten. Mhm. Die natürlich noch weiterführen soll, aber da wir das auf jeden Fall wussten, konnten wir ja ein paar Sachen offen halten am Ende der ersten Staffel. Ja, ich hoffe, es gibt auch noch eine dritte und eine vierte Staffel und eine fünfte und so. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Habt ihr denn schon für zumindest Staffel 3, also bei Staffel 5 sind wir jetzt ja noch nicht, aber zumindest für Staffel 3, habt ihr da schon so ein paar Ideen im Kopf? So? Wir haben auf jeden Fall jede Menge Ideen, die wir ja auch im Vorwege schon bei dieser ganzen Konzeption zusammengetragen haben, wo sich immer einiges auftat. Also es gibt ja auch jetzt nach der zweiten Staffel, die viele Fragen klären wird, einige, die noch nicht geklärt sein werden. Zum Beispiel haben wir ja in Staffel 1 schon eingeführt, dass Pamela Scott nicht nur alleinerziehende Mutter ist offensichtlich, sondern dass diese ganze Struktur, die da hinter Seaways ist und mit der Erziehung der Kinder und so, dass das ein ganz großes Themenfeld sein könnte, was noch viel mehr Wichtigkeit innerhalb der Geschichte bekommen könnte und viel mehr Bedeutung. Ja, Pamela Scott und ihr Ex-Mann Randolph Scott, wer sind die eigentlich? Was für Ziele verfolgen die? Und weshalb haben die überhaupt diesen Würfel gehoben? Das sind alles spannende Fragen, die es zu beantworten gilt. Wow. Jetzt bin ich noch gespannter, aber ich glaube, mehr kriege ich aus euch heute nicht mehr raus. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich mit euch sprechen konnte und dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir Frage und Antwort zu stehen für meine vielen, vielen nervigen Fragen. Ich hoffe, ich kann wieder auf euch zukommen und euch noch mehr für den Podcast mit Zeuglöchern. Mir hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ein bisschen zumindest. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Auf jeden Fall, Amy. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.
Tja, und nach dem Gespräch habe ich nochmal über die Frage nachgedacht, wie man Sinclair am besten erklären kann. Und mir ist Folgendes eingefallen. Es gab mal einen amerikanischen Wissenschaftler, Hugh Everett hieß der. Der hatte die Theorie, dass wir in einem Multiversum leben und dass es in jedem Universum eine Version von uns gibt. Also ziemlich durchgeknallt. Aber vielleicht ist das ja so, wer weiß das, ne? Und vielleicht ist Sinclair ja die Geschichte von John in einem Alternativuniversum. Weiß man ja nicht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was wäre, wenn die beiden Universen dann aufeinandertreffen? Das muss ich Dennis und Sebastian wohl mal beim nächsten Mal fragen. Ich meine, das wäre allein hörspielerisch total geil. Also, ne, Torben Liebrecht trifft auf Dietmar Wunder und das ist eigentlich spannend. Vielleicht inspiriere ich sie ja. Es gibt eine Figur, die taucht in der ersten Staffel eigentlich nur am Anfang und am Ende auf. Und das ist der lang totgeglaubte John Sinclair, gesprochen von Torben Liebrecht. Jetzt ist er allerdings wieder da und voll gefragt. Und ich durfte mit ihm sprechen. Ende März erschien Underworld, die zweite Staffel von Sinclair. Die erste hieß ja Dead Zone. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Torben Liebrecht, der Sprecher des John Sinclair bei Underworld. Vielen Dank, dass du mit mir sprichst und dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo, liebe Amy. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mich zu befragen. Ich hoffe, ich kann deine Fragen alle zu vollster Zufriedenheit beantworten und freue mich sehr, hier heute zu Gast sein zu dürfen im Sinclair-Podcast. Hallo. Ach, wir unterhalten uns ein bisschen. Guck mal, was draus wird, ne? Wie bist du dazu gekommen, jetzt irgendwie diese großartige Rolle zu machen? Ich kannte die Macher von Sinclair Dead Zone und Sinclair Underworld von der gemeinsamen Arbeit an einem Reboot von Perry Rhodan, also auch wenn die Hardcore-Fans es Perry Rhodan aussprechen, war es bei uns der Perry Rhodan. Und da haben wir das erste Mal miteinander gearbeitet über die gesamte Dauer einer Staffel und gemerkt, dass wir ganz gut miteinander harmonieren und klarkommen. Und irgendwann, als Sebastian und Dennis dann auf die Idee kamen, diesen alternativen Ansatz von Sinclair zu machen, sind sie auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und da das für mich eine der im Hörspielbereich so ikonischsten Rollen ist, die ich selber ja auch als Fan vorher kannte, war das für mich sofort klar, dass ich das dass ich es auf jeden Fall machen muss und möchte. Ich meine, da erübrigt jetzt auch die zweite Frage, da hätte ich nämlich direkt auch geschrien, wenn du nämlich schon vorher auch schon Fan warst. Ja. Wie erinnerst du dich an dein Sinclair-Fansein? Wie lange ist das her, wenn ich jetzt dumm fragen darf? Mein Sinclair-Fansein hatte verschiedene Phasen. Ich war damals eher so in der klassischen Jugenddetektiv-Welt sozialisiert. Ich bin halt mit TKKG groß geworden. Das war für mich das, was mich so also am meisten begleitet hat durch meine Jugend und durch meine Kindheit, und ich kannte halt immer diese grünen Tonstudio Braun Kassetten mit diesen gruseligen Covern. Ja, meine genau. Mutter hat mir mal auf dem Flohmarkt damals eine Kassette gekauft, da waren so irgendwelche Bärchen drauf und irgendjemand hat aus dieser Kinderkassette auf einmal so ein Stück Horrorkassette reingeschnitten. Ich habe nie verstanden, wie das inhaltlich da reinpasst, habe mich immer nur erschrocken darüber, und meine Mutter war total fertig und da war immer Feierabend. Hat mir gesagt, also Horrorhörspiele kommen uns nicht ins Haus. Und ich glaube, irgendwann, ich weiß, dass es Schulkameraden gab, die schon angefangen hatten, Sinclair zu hören. So, das war dann schon, die waren halt so einen Schritt weiter in ihrer Jugend. Und meine erste Kassette, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, war Zombies auf dem Roten Platz. Und ich fand das unglaublich gruselig und wahnsinnig spannend, aber eben zu spannend für mein Alter. Und habe das dann erstmal so nicht weiter verfolgt, weil ich das einfach nicht gepackt habe. Ich war da zu schreckhaft. Und für mich war dann tatsächlich die 2000er-Edition von Sinclair die Neubegegnung. Also als es wirklich, als dieser Relaunch kam mit dem Frank Glaubrecht als John Sinclair, mit Joachim Kerzel als Erzähler, diese Hollywood-Edition, genau, quasi, die rauskam. Und das hat mich so reingezogen in dieser großen zweiten Hörspielwelle, die sich ja auch viele andere so als Fans erlebt haben. Und da war ich total am Suchten. Und guck, ein paar Jahre später musst du oft genug ins Bett gehen und wieder aufstehen, ruft Dennis Erhardt an und sagt, ey, mach mal. Nein, also ich freue mich deshalb wirklich sehr, also weil diese
diese Form der Dramaturgie mich auch total gefesselt hat damals. Ich mochte das, dass es alles ins Horizontale gegangen ist. Und letztendlich ist das, was jetzt passiert, weil es gibt ja viele Leute, die fragen auch, was ist dieser Sinclair jetzt, den ihr da macht? Was soll das? Was ist jetzt der Anfang? Ist das jetzt so eine klassische, so ein Rückblick? Ist es die Origin Story? Wie ist Sinclair Sinclair geworden? Und letztendlich kann man das, glaube ich, am einfachsten oder am stringentesten darauf runterbrechen. Wenn man sich vorstellt, dass man diese alte ikonische Figur, wie wir sie alle kennen, nimmt und mal versucht, die nach den neuen Erzählmaßstäben, die es gibt, die wir jetzt alle durch Serien gucken kennen, durch stärkere horizontale Erzählweise, also durchgängigere Geschichten, durch mehr Blick auf die Charakterisierung der Figur und auch der Handlungsorte, sich darauf fokussiert, wenn man mit dieser Erzählweise der Figur nochmal begegnen würde oder begegnet, was passiert dann? Ich glaube, das, was Sinclair ist, also Sinclair Dead Zone und jetzt in der zweiten Staffel eben Sinclair Underworld, ist genau das. Der Sinclair, den wir jetzt eigentlich aus dem alten Sinclair-Universum oder sag ich mal aus dem regulären Sinclair-Universum kennen, das ist ja so ein gesetzter Mann, der weiß, was er tut. Auch in den Anfängen, da ist er zwar noch nicht so richtig sich bewusst über, was er da alles an übersinnlichen Aufgaben hat, aber der ist halt schon auch so ein, dieser typische, in Anführungsstrichen, Superheld. Naja, nicht wirklich, also er ist schon sehr, sehr accessible, sehr, sehr erreichbar. Man kann, also er ist nicht so dieser typische Superman oder so oder irgendwie Batman oder so, sondern er ist schon ein ganz normaler Typ, aber er ist doch schon sehr selbstbewusst. Und bei diesem Sinclair hier habe ich eher das Gefühl, dass ist ein junger Typ, der vielleicht schon seit 10 Jahren Polizist ist sicherlich, aber der ist halt gewohnt, den normalen Kram zu machen und ist durch diese Neuerung viel erschütterter und viel, ich sag mal, sensibler als der normale Sinclair. Und das finde ich spannend, auch zu spielen, glaube ich. Wie hast du dir da diese Rolle geschaffen? Also wie hast du dich weil du ja auch selber Fan der normalen oder der regulären Sinclair-Reihe bist, war das für dich schwierig? Weil man hat ja einen anderen Sinclair im Kopf, verstehst du? Ich verstehe das total. Ich habe die Sinclairs von Frank Glaubrecht und auch von Dietmar Wunder, die ich beide auch sehr, sehr, sehr bewundere, natürlich sehr, sehr stark im Ohr. So, und die Versuchung ist manchmal groß, so irgendwie innerlich so ein bisschen gefühlt auf Autopilot zu schalten und das so in diesem Faden weiterzuwandern, wie man sie kennt, und eben zu versuchen, das mit den eigenen Mitteln auch herzustellen oder da drin zu bleiben, weil diese Prägung für Sinclair von außen natürlich eine sehr, sehr starke ist. Da muss man aber auch sagen, dass an der Stelle Dennis und Sebastian da auch sehr bedacht darauf sind, dass wir eine eigene Tonalität finden, was das angeht, die eben noch ein bisschen, ja, weniger heldisch ist, weniger erfahren. Wie du ja auch schon gesagt hast, mit diesen übersinnlichen Phänomenen. Und wir sind da immer noch am Finden und Arbeiten, aber das ist auch spannend. Ich meine, man muss sagen, bei der ersten Staffel, ich war in der ersten Folge, dann hatte ich sehr viel Pause. Dann kommt warst ja tot. Sinclair am Schluss eben wieder aus dem Würfel und jetzt geht's gerade alles so richtig los. Also jetzt beginnt eigentlich so die richtige Arbeit. Ich habe jetzt nicht alle Skripte vorliegen. Das heißt, ich lerne ihn auch immer nur von Folge zu Folge kennen und bin da jetzt auch gerade noch natürlich in so einer Phase ganz stark darauf angewiesen, dass Dennis und Sebastian mir da ihre Vision vermitteln. Da holen sie mich allerdings auch ehrlich gesagt ziemlich gut ab. Ich kann sehr viel damit anfangen, mit dem, was sie mir so beschreiben, in welche Richtung das geht. Und der Rest ist tatsächlich dann auch immer, es ist ein Kennenlernprozess. Und das ist dann ein bisschen anderer oder ein bisschen schwieriger, ein bisschen weniger sinnlicherer Kennenlernprozess, als du ihn zum Beispiel vor der Kamera hast. Wenn du spielst, du hast ja immer ein Gegenüber, mit dem du direkt interagierst. Wir nehmen ja alle Sachen alleine auf, getrennt. Hm. Hm. Also dieses Stimmschauspiel, wenn man das so nennen will, oder Sprechen oder Hörspiel sprechen, ist ja ganz oft
die hohe Kunst ist die Illusion von Kontakt. Das heißt, dass ich mir quasi in meinem Kopf schon immer oder auch innerlich dann überlegen muss, wie sagt der Kollege oder die Kollegin das? Wie reagiert, also jetzt zum Beispiel bei den ganzen Geschichten, Schau spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in dieser Staffel. Also wie macht Stefanie das? Wie macht Stefanie Kellner das? Wie das Schöne ist, ich kenne sie aus München noch vom Synchronen, schätze sie sehr als Kollegin. Das ist gut, da weiß man, wer der andere ist und kann sich ein bisschen vorstellen, wie die Kollegin das dann macht und reagieren wird. Aber tatsächlich das alles immer so nur so trocken für sich selber durchzulesen und dann aber trotzdem darauf zu reagieren auf eine Art, das ist schon eine besondere Herausforderung, also was diese die Lebendigkeit dann noch angeht, die eine Figur hat. Ja, aber genau das meine ich halt, ne? Also genau das ist es. Ich war ja halt im Oktober, in dem September, war ich bei Dennis und Sebastian im Studio und habe zugeguckt, wie die regulären Aufnahmen laufen. Und das dauert einfach. Also, ne, du liest das Skript und es dauert halt ungefähr 5, 6 Anläufe, bis es dann eigentlich passt, genau weil du eben alleine im Studio bist und weil du nicht die Interaktion hast, aber weil du natürlich auch wie bei einem normalen Film oder bei einem normalen Drehbuch ja auch noch Regieanweisungen befolgen musst. Und ich finde, deswegen ist es halt umso schwieriger, wenn man im Hinterkopf noch diese Figur hat, die man von früher kennt. Verstehst du, wie ich meine? Also das ist schon, sich das die dann zu eigen zu machen. Nimmst du da vielleicht auch andere Figuren, die du mal vielleicht synchronisierst oder gespielt hast, irgendwie zur Hilfe? Oder vielleicht auch Menschen, die du selbst kennst, wo du denkst, hey, so könnte der ungefähr sein? Also ich arbeite da jetzt nicht mit einem Substitut. So nennt man das dann ja im Schauspiel, dass du dir quasi jemand anders dann überlegst und konkret aus deiner Lebenswelt dahinsetzt und vorstellst. Letztendlich geht es darum, Haltungen zu finden. Schauspiel bedeutet Interpretation, Intuition, aber auch natürlich immer Anwalt einer Figur zu sein und zu überlegen, wie reagiert dieser Mensch aus dem heraus, was er erfahren hat. Lassen Dinge ihn kalt? Reagiert er darauf? Hitzköpfiger als andere? Ich muss sagen, das ist für mich auch gerade noch ein ganz spannender Kennenlernprozess. Die Figur ist starkes Teamwork, finde ich. Und das Tolle daran ist, dass Regisseur und Tonmeister in dem Falle und auch derjenige, der das ganze Sounddesign macht, das halt eben in Personalunion mit den Autoren ist. Und bessere Partner für die direkte Zusammenarbeit könnte ich da gar nicht haben. Wenn ich irgendeine Frage habe, wird mir die sofort beantwortet. Und zwar direkt aus erster Hand. Also, ich finde das schon so cool, wenn der da bei seiner Therapeutin sitzt und du denkst, ach, das ist ja wie bei Otto Normal. Der sitzt da und hört irgendwelche Stimmen und ist sich nur gar nicht sicher, was da eigentlich abgeht. Ja. Und du machst das echt super. Das ist geil. Ja, es ist auch schön. Also was schön ist, ist, dass ganz viel eben, obwohl man die Teile einzeln aufnimmt, die beiden viel Wert legen auf eine Form von Lebendigkeit, ne? Das heißt, du hörst den kippeln auf dem Stuhl, du hörst ihn atmen, ein Sinclair dabei, der zieht man die Nase kurz hoch, oder es gibt immer irgendeine Form von lebendiger Anwesenheit. Es ist halt nicht die eine Figur sagt, was dann die andere. Es ist nicht technisch clean und technisch sauber, sondern es ist wirklich der Versuch auch, ein starkes Maß an, trotz der Arbeitskünstlichkeit der Situation, ein starkes Maß an Authentizität herzustellen. Mhm. Und das ist eben auch was mich als Schauspieler dann immer wieder fasziniert und auch interessiert, eben an genau diesen Punkt zu kommen, dass es nicht alles aussieht und wirkt wie Malen nach Zahlen, sondern dass es eben auch, ja, dass es lebendig ist und dass es Dinge gibt, die auch zufällig wirken. Und das Leben ist halt so viel größer als alles das, was man sich irgendwie so vorstellen und aufschreiben kann, ne? Im Vorfeld. Er kommt auch sehr viel London darüber, ne? Er kommt sehr, sehr in London geerdet rüber, noch viel geerdeter in London als der Original Sinclair. Also das, ja, die Stadt spielt wirklich eine Riesenrolle, ne? Kommt natürlich auch durch das, was Dennis und Sebastian machen. Man hat oft so dieses Gefühl, also wirklich, wenn ich das höre, dann habe ich so einen Soundtrack auch im Ohr, weißt du, aber von dem heutigen London, weißt du, dann habe ich irgendwie irgend so einen Club im Ohr mit irgendwelchen komischen Hausklängen oder irgendwelchem Grime oder so. Und das ist unfassbar. Das macht ihr auch als Sprecher. Ihr erzeugt das mit eurer Sprache auch. Ich finde auch, wenn du zum Beispiel Deutsch sprichst, es klingt wirklich
Ich weiß nicht, ob du das erste Album von The Streets gehört hast, Original Pirate Material, aber wenn der spricht, wenn Mike Skinner in diesem Skinner. Original Pirate Material, yeah, you're walking and down you the street. Sound exactly like yeah. him. Du klingst 1A wie er, wenn er Deutsch reden würde, aber auch genau dieser Duktus, weißt du, dieser, das ist manchmal ja scheißegal, ey, ich muss hier durch und ey, die Stadt geht mir auf die Nüsse, alles Kacke, aber dann auch gleichzeitig wieder so emotional und dann wieder, boah, eigentlich will ich das ja gar nicht zeigen. Und das ist so authentisch, das ist genial. Vielleicht kommt mir da zugute, dass ich in Hamburg aufgewachsen bin und Hamburg ist ja das London des Nordens. Deswegen kann ich mit so schlechtem Wetter und anderen Dingen also auf jeden Fall sehr viel anfangen. Und auch mit diesem ne, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist und so. Aber ja, das ist das Geile daran auch, dass Dennis da eben auch viel, die sind ja wirklich rübergefahren an all diese Orte. Das gibt es auch. Es gibt all diese Orte, die da beschrieben werden, sind tatsächlich vorhanden. Und es war den beiden auch ganz wichtig, da diese Vor-Ort-Recherche zu machen und das sehr, sehr, sehr konkret diese Welt auch zu verorten. Also St. Lessons gibt es zum Beispiel. Das Ganze steht heutzutage nur noch so bis auf die Grundmauern. Das ist südlich der Themse gelegen. Aber die standen halt vor Ort, haben sich das angeguckt und haben sich überlegt, was wäre eigentlich, wenn da drunter was wäre? Wenn da irgendwelche Anlagen drunter wären oder so. Und so haben sie sich tatsächlich auch von diesen Spielorten inspirieren und triggern lassen. Und dieses Wissen um die Orte und um bestimmte Dinge und weißt du, also wie die Leute da sind, you know, also man sagt ja immer so, you gotta know how to walk the walk and how to talk the talk. Das fließt da einfach ganz stark mit rein. Und da merkt man eben, dass es dann nicht so eine Karl-May-Fantasie ist. Von einer schönen, weiten Welt, die in einer Art und Weise irgendwie pittoresk ist, sondern es kommen viel differenzierte Farbtöne mit rein. Und die färben natürlich auch auf die Charaktere wiederum ab. Und das macht eigentlich Spaß daran, also dass eben auch diese Orte ihren Platz bekommen und das, was sie mit den Menschen machen. Jetzt mal was anderes. Ich meine, wie bist du eigentlich überhaupt zum Synchron und Schauspiel und so gekommen? Ich meine, Sinclair ist ja jetzt nicht, dein erstes Ding. Du bist ja ein gestandener Schauspieler, Synchronschauspieler. Warum hat es so lange gedauert, dass du jetzt erst eine Rolle bekommst im Sinclair-Universum? Manche Dinge brauchen einfach Zeit und das ist auch ganz gut so. Als ich angefangen habe damals mit dem Synchron, so nach der Schule, als ich das versucht habe, da hätte ich sowas im Leben nicht hingekriegt und nicht gewuppt bekommen. So, da war ich noch viel zu abgelenkt und auch noch gar nicht an so einem Punkt, wo ich glaube ich meine eigene Stimme so gefunden habe, wie sie mir jetzt zur Verfügung steht. Ich bin mit Hörspielen und amerikanischen Fernsehserien aufgewachsen und groß geworden. Und, das waren für mich immer starke, starke erzählerische Sehnsuchtsorte, die da aufgegangen sind. Ich wollte in diesen Welten aufgehen und mitmischen und dabei sein und dieses Gefühl von Freundschaft erleben, dieses Gefühl von Sicherheit oder von Abenteuer. Und letztendlich fing alles damit an, dass ich mich irgendwann hingesetzt habe und alles, was im Telefonbuch unter Tonstudio stand, in den gelben Seiten angerufen habe und die Leute gefragt habe, wie wird man das, wie kann man das machen? Und dann hieß es halt, entweder bist du Synchronkind, also sprich deine Eltern haben das schon mal gemacht, oder bist ausgebildeter Schauspieler und sonst wird das halt nichts. So. Und ich dachte, das muss doch irgendwelche Zwischendinge geben. Und dann habe ich mich einfach ganz bauernschlau immer irgendwie so durchgefragt, bis ich dann einerseits bei der Stage School of Music, Dance and Drama landete in Hamburg, einer Schauspiel- und Musicalschule, wo man abends in Abendkursen Sprecherziehung machen konnte. Und das andere war, dass ich parallel beim Karate ein Mädchen kennengelernt habe, die in der Kinderschauspielagentur war, in die ich mich total verknallt hatte. Karate hatte ich angefangen wegen Bloodsport dann mit Van Damme. Also so viel nochmal dazu, was so eindeutige Heldenbilder in meinem Leben ausgelöst haben. Und ich saß einfach auf dem Dorf und habe mich immer dahin gesehnt. Und das hat anscheinend eine so starke Visualisierung für mich dann irgendwie schon in dem Moment gehabt, dass ich einfach dachte, komm, was soll denn passieren? Was ist jetzt irgendwie der Weg? Was sind die Mittel, mit denen ich da irgendwie hinkommen kann? Und so habe ich mir einfach Wissen angeeignet und dann ist einfach immer wieder versucht. Und der Rest ist letzten Endes Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, dranbleiben, den Glauben nicht verlieren. Und sich weiterbilden und natürlich auch, was wichtig ist, gesehen und gehört werden. Dann hast du ja gar nicht so diesen klassischen Weg gemacht, ne? Also Schauspielausbildung und der ganze Kram, Nein. Sondern du bist einfach so reingerutscht. Ich bin quasi reingerutscht, ja.
Na, das Interessante ist immer, wenn du bei den Drehen bist oder anderswo, dass die meisten Leute, es gibt so viele bunte Biografien und so viele Leute, die aus den verschiedensten Bereichen des Lebens dann irgendwie den Weg dahin gefunden haben und teilweise auch sehr spät quer eingestiegen sind und so. Es ist einfach ein bunter und interessanter Haufen an Leuten. So, das ist immer wieder spannend, das zu hören, wie jemand dahin gekommen ist. Bei mir war es eben nicht so linear, es war nicht so stringent. Ich hatte auch immer Angst davor, an der Schauspielschule abgelehnt zu werden. Und dass mir jemand sagt, du kannst das nicht. Und das hätte mich damals auch gebrochen und das hätte mich so demoralisiert, dass ich nie weitergemacht hätte. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe dann mit 26, bin ich dann nochmal in die Filmhochschule und habe Regie studiert, weil ich dann doch auch etwas lernen wollte und zwar von der Pike auf. Und eben auch studieren wollte. Das war mir klar. Ich wusste nur zu dem Zeitpunkt, dass es dann noch etwas anderes ist, neben dem, was man sich schon so erarbeitet hatte als Schauspieler, das ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen sollte. Und das hat alles länger gedauert. Mein Studium habe ich auch erst mit 26 dann angefangen damals. Also es ist, aber es ist alles gut, wie es ist. Und es gibt nichts, das ich irgendwie daran anders machen möchte. Und was hast du dazwischendrin auch noch was anderes gearbeitet? Ich meine, irgendwas muss man erleben, ne? Wovon lebt eigentlich Peter? Oh Gott, Winson. Nicht schlecht. Der Winson aus genau. Kreuzberg. Wovon lebt man dann? Vom Schauspielen dann, in dem Falle. Vom Schauspielen und vom Sprechen oder auch in den Momenten, wo das nicht lief und die Miete nicht bezahlt hat, dann auch von anderen Dingen, von Gelegenheitsjobs. Ich habe lange in einer Presseagentur gearbeitet. Zum Beispiel und da gejobbt und versucht, Interviews oder Fotoproduktionen zu organisieren mit Schauspielern, Bands, Sängern, Interviews mit denen zu führen, solche Sachen, um Zeitschriften zu beliefern. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. So. Warst ja Kollege, da warst ja Journalist. Das ist ja auch cool. Ich würde sagen, das war weit davon entfernt, seriöser Journalismus zu sein. Ich glaube, da gehört noch was anderes dazu. Einen richtigen Beitrag zum Beispiel oder so ein schönes Feature im Radio zu machen oder tatsächlich Tages- oder Zeitgeschehen abzubilden. Das ist ein bisschen was anderes, als die bunten Blätter zu füllen und so. Trotzdem war das auch eine interessante Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Aber ja, da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin zurück. Ich würde so gerne mal mit dabei sein, wenn, wenn du da Sinclair einsprichst. Aber das machen wir ganz, ganz sicher nach Corona, hoffe ich. Ja, das hoffe ich doch auch. Dann komme ich mal vorbei und dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall mal sehen. Und vielleicht fahren wir auch mal alle zusammen nach London. Wir können ja auch mal vor Ort aufnehmen. Fände ich auch gut. Klassenfahrt! Yay! Yeah. Bin total dankbar, dass du mit mir gesprochen hast und ich hoffe, wir sprechen bald nochmal. Sehr, 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 sehr gerne. So machen wir das. Tja, ein sehr schönes Gespräch, wie ihr vielleicht hören konntet. Wir hatten sehr viel Spaß. Mit einer Sprecherin musste ich mich danach aber auf jeden Fall noch unterhalten, nämlich Stefanie Kellner, die die Schau spricht. Denn anders als in den regulären Sinclair-Hörspielen hat sie hier eine ganz, ganz tragende, auch ganz wichtige Rolle. Vor allem, weil man sich, wie ich gerade ja schon mit Dennis und Sebastian besprochen hatte, unglaublich mit ihr identifizieren kann. Also für mich war sie so eine Art beste Hörspielfreundin. Sie wurde mir aus München zugeschaltet und ich freue mich riesig, dass ich sie sprechen durfte. Ich bin super, super froh, weil seit ich Sinclair, die erste Staffel Dead Zone gehört habe, war ich auf der Stelle Fan von einer Frau, von einer Person und das war von Schau. Und ich bin super happy, endlich die Frau hinter der Stimme begrüßen zu dürfen, nämlich Stefanie Kellner. Hallo. Ich darf sagen, dass ich ein riesengroßer Fan bin, zum zweiten Mal, aber ja, Fangirl halt. Vielen Dank. Ich kenne dich, ich habe dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt als Laurel by Arrow. Aha. Da wusste ich aber nicht, wie du heißt. Okay. Und da hatte ich dich zwar auf dem Schirm, aber mir war gar nicht bewusst, was du alles drauf hast, erst nach Dead Zone, weil ich habe mich auf der Stelle mit dir identifiziert, weil du das so unfassbar gut rübergebracht hast. Du hast es wirklich verbildlicht. Ich habe diese Person wirklich vor Augen gehabt, diese Schau, diese etwas, ne, überhaupt nicht überkandidelt hübsche, überhaupt, aber so eine taffe, coole Sau. Ja, ja. Wie hast du dir selbst diese Rolle verinnerlicht? Also wie war das für dich, diese Rolle überhaupt zu übernehmen?
Sehr spannend, weil das war das erste Mal, dass ich mich mit Sinclair wirklich so richtig auseinandergesetzt habe. Und rangegangen bin ich, ich glaube, dass mir die Texte auch einfach sehr geholfen haben. Die Texte, die einem ja schon auch einen Boden bereiten, sich den Charakter zu schaffen. Das ist ja bei jeder Rolle, beim Synchron zum Beispiel bei Laurel aus Arrow, ist es natürlich auch leichter, weil die gibt es ja schon, zwar im Original auf Englisch, aber von der kann ich mir natürlich auch eine ganze Menge ausleihen und abgucken. Aber bei so einer Hörspielfigur, die ja noch gar nicht existiert, außer in Worten, helfen mir natürlich die Worte sehr und auch die Art der Sprache, dass sie ja auch immer sehr, das ist ja auch das, was ich als Regieanweisung immer bekommen habe, dass sie sehr verschleift, dass sie nicht besonders geschliffen spricht, sondern auch Endungen verschluckt und eben ja auch ihr auch ganz wichtig ist, dass sie in dieser Männerwelt besteht und dass sie eben nicht auf Mädchen reduziert wird, auch wenn sie hübsch ist und nicht auf irgendwie, die kann doch nichts, sondern dass sie eben ihren Mann steht als Frau und mutig ist und stark und ja, wie gesagt, da haben mir die Texte sehr geholfen und ich glaube, man tastet sich dann auch von Buch zu Buch immer mehr ran und macht sie immer mehr so zum eigenen und füllt sie dann mit immer mehr, was man auch in sich selber findet zu dem Thema. Vor allem auch so, finde ich, du schaffst das auch ganz gut, gerade was du jetzt halt gesagt hast, ne, mit den Endungen einfach verschlucken oder so. Das macht dich aber in dem Moment oder macht die Figur für mich als Hörerin viel nahbarer, weil wir sprechen ja nun alle so. Wir sprechen nicht super, weiß ich nicht, gestellt oder wir sagen halt sowas wie, top, super, Amy, hast du super gemacht. Ja, auch dieses hast du super gemacht. Das ist nicht hast du, sondern hast du, dass ja ganze Wörter zusammengezogen werden. Und ja, natürlich, weil man im normalen Zwiegespräch oder im Dialog mit jemand anderen eben auch so spricht. Dann hört man nicht mehr, beim Synchron sagt man auch ganz gerne, dass man dann in den Sätzen das Papier nicht mehr knistern hört, auf dem es geschrieben steht. Ja, aber genau das kriegst du halt echt genial hin. Danke. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade... Ich muss aber auch sagen, die Texte sind toll. Insofern, die machen es einem natürlich, wenn man gute Texte hat, die man gar nicht mehr so sehr verschauspielern muss, weil die einfach an sich schon gut sind und stimmig sind. Das macht es natürlich auch deutlich einfacher. Das setze ich eh voraus. Ich meine, sonst irgendwie, wenn Herr Erhardt sich da schon dran setzt, ne? Wenn Dennis da schon mal dran geht, dann muss das ja schon super sein. Sonst hätte ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht und da einen ganzen Podcast drüber gemacht. Das muss schon geil sein. Aber wer bist du, wie bist du zum Synchron gekommen? Also ich kam zum Synchron über die Schauspielerei. Ich bin als Kind mit meinen Eltern nichts ahnend in München durch den Tierpark gelaufen und damals war eine Kinderagentin so unterwegs und tummelte sich da, wo sich Familien mit Kindern tummelten und sprach meine Eltern an und fragte sie, ob sie sich vorstellen könnten, dass ihre Tochter dreht im Fernsehen. Meine Eltern, die beide überhaupt nichts damit zu tun haben, bis ich gedacht, was ist das denn? Naja gut, wenn sie da Lust drauf hat, können wir das ja mal versuchen. Und dann hat mein Vater Fotos von mir gemacht, wir haben die an diese Agentur geschickt und so fing ich an mit 5, 6 Jahren so kleine Sachen fürs Fernsehen zu drehen. Da gab es damals so eine Gerichtsshow, die hieß Wie würden Sie entscheiden? Und dann gab es Aktenzeichen XY ungelöst, das gibt es ja immer noch. Und so habe ich mich so von Rolle zu Rolle hingetastet, aber immer mit der ganz strengen Vorgabe meiner Mutter, die Schule leidet nicht drunter, wenn, dann hört es sofort auf, dein Hobby. Und aus meinem Hobby habe ich Pumuckl mal mitgespielt und die mussten ja damals alle synchronisiert werden wegen des Pumuckls, der erst im Nachhinein eingefügt wurde. Und so kam ich, glaube ich, war 10, war ich das erste Mal in einem Synchronstudio und habe mich dann da selber nachsynchronisiert. Und damals gab es noch nicht so arg viele Kinder, aber es ist tatsächlich heute auch noch so, dass nicht so sehr viele Kinder beim Synchron sind. Und die Aufnahmeleiter haben sich schier auf alle Kinder gestürzt, die da kamen, für diese ganzen amerikanischen Familienserien, die zu der Zeit auch aus dem Boden schossen. Und dadurch kam ich eigentlich so ans Synchron, habe diese ganzen Studios in München kennengelernt und die Aufnahmeleiter und habe von da ab eigentlich regelmäßig was gesprochen, jetzt nie riesig viel, aber das wurde dann mit den Jahren immer mehr. Und ich habe mir zwar nie wirklich die Frage gestellt, ob ich Schauspielerin werden will, weil irgendwie war ich es ja schon, aber noch nicht so ganz. Jedenfalls fiel mir auch irgendwann gar nichts anderes mehr ein. Und es machte mir so einen Spaß, dass ich dachte, so, jetzt lerne ich es richtig, jetzt gehe ich auf eine Schauspielschule. War dann in München auf der Schauspielschule und habe dann auch angefangen, parallel drumherum auch immer mehr Theater zu spielen.
aber bin auch dem Synchron immer treu geblieben und das mache ich auch jetzt noch sehr viel und das ist wirklich schön. Und ich habe vor ein paar Jahren eben dieses Feld erweitern dürfen durch Hörbuch und Hörspiel, was ich liebe. Es ist einer der spannendsten Bereiche in diesem Ganzen ist dieses Hörspiel oder Hörbuch. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich meine, ich habe als Kind, bist ja ungefähr meine Generation, wir sind ja irgendwie nicht so weit auseinander und wir waren ja die typischen Kassettenkinder. Ich weiß nicht, ob du als Kind auch irgendwie drei Fragezeichen, wie verrückt, und ich hatte auch Hanni und Nanni und so. Ja, ja, klar. Die alten Europa-Hörspiele. Ja, wunderbar. Ja. Geil. Und ich glaube, damit sind wir aufgewachsen, gerade in Deutschland. Ich glaube, wir sind, glaube ich, total sozialisiert mit Hörspielen. Es gab ja auch noch, Gott sei Dank, noch nicht so viel Fernsehen. Wir hatten ja, glaube ich, irgendwie drei Programme. Gut, wir in Bayern, wir hatten den Vorteil, wir hatten die beiden österreichischen noch dazu. Aber da lief ja auch irgendwie bis 17 Uhr nachmittags überhaupt nichts, außer irgendwas Langweiliges für Erwachsene. Deswegen war das Hörspiel schon, ich habe auch ganz viel Hörspielkassetten gehört, ja. Ich meine, ich hatte eine Mutter, die halt sehr, sehr gerne auch Filme geguckt hat und die hat mich halt sehr, sehr früh auch zum Filmegucken animiert. Mhm. Also schon, also eigentlich seit ich denken kann, von Zeichentrick bis über, als sie dann gemerkt hat, okay, sie hat Bock auf Horror, dann wurde dann Edgar Allan Poe-Verfilmung geguckt. Und so. Nach sowas kann aber ich ja nicht schlafen. Ja, bei uns wurde immer sehr lange drüber gesprochen. Ja. Und das total gut erklärt auch. Und auch da ich bin ja fast blind. Und damals gab es ja nur diese Fernseher, wo man halt nicht, also ich konnte da nicht viel sehen. Irgendwann, als ich dann 7 war, kam mein Papa auf den super Gedanken, er holt so, erinnerst du dich an, es gab die nicht oft, es gab so riesengroße Bildschirme und unten waren drei kleine. Und so einen hatten wir, damit ich auch was sehen konnte. Ach, okay, nee, die kenne ich gar nicht. Nee, das ist total an mir vorbeigezogen. Wir hatten nur so einen kleinen viereckigen. Anfangs sogar noch in Schwarz-Weiß. Ja, genau, die hatten wir auch. Und manchmal, wenn es draußen regnete, dann verzog es immer das Bild so schräg. Ach, das war Wahnsinn. Das war super. Ja, da habe ich immer nur Silhouetten gesehen, irgendwie die Streifen. Das ist toll. Ja. Aber was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, du verausgabst dich ja auch total. Also ich finde das ja unfassbar, was du da an Power reinbringst, weißt du, wenn du dann da, keine Ahnung, da ersticht dich einer oder du bist irgendwie in Gefangenschaft, da kommt ja so viel Power raus, ist das nicht manchmal too much? Sagt die Stimme dann nicht, boah, ey, danke, tschüss und auf Wiedersehen. Ah, die Stimme Gott sei Dank nicht, toi toi toi. Was irgendwann mal tschüss macht, ist der Kreislauf. Wenn man so eine Verfolgungsjagd macht und dann im Sitzen so viel hechelt, dann ist es, irgendwann denke ich mir, oh, jetzt muss ich mich mal am Tisch festhalten, dass ich hier nicht links oder rechts runterfalle. Das ist dann schon, es ist wirklich anstrengend. Schau ist anstrengend, ich bin immer sehr froh, wenn sie dann mal ihre ruhigen Offs hat, kann ich mich das ein bisschen erholen für die nächste Verfolgungsjagd. Weil das ist, also es ist körperlich richtig anstrengend. Und ich muss dann auch immer gucken, dass ich hier nicht irgendwo in der lauter Aktion gegen den Tisch stoße oder plötzlich wirklich anfange, mit den Füßen mitzulaufen. Das darf natürlich alles nicht aufs Band. Deswegen bin ich quasi so gebremst und versuche so. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich zu diesen Off-Texten auch eben dieses Szenische mitspiele, ich habe dann schon diese Bilder im Kopf, die auch beschrieben werden im Off. Ich stelle mir dann wirklich vor, dass es sich tatsächlich anfühlt, als würde die mich jetzt gegen ein Treppengeländer schleudern oder ich würde irgendwo über den Fußboden rutschen. Das ist dann halt so die Kraft der eigenen inneren Bilder, die dann auch einfach zu dieser Kraft führen und dieser Power dann in dem Fall, die dann ja auch nötig ist. Aber danach bin ich dann schon auch kaputt. Glaube ich. Wow. Das ist so wie nach 6 Stunden Moderation am Stück. Oh, das glaube ich. Marathon. Oh, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber ist das, kannst du denn jetzt noch Hörspiele hören? Ich meine, wenn man selber drin ist, kann man das dann noch, ohne zu denken, da hätte man das doch noch anders machen können. Nee, das geht aber doch noch besser irgendwie. Nee, komischerweise habe ich das ganz selten. Ich höre wahnsinnig viel Hörbuch und Hörspiel und auch Podcasts und ich mag immer gerne, wenn mir Menschen was vorlesen oder was erzählen. Musik geht mir, wenn ich lange Autofahrten hatte, weil ich auf Theatertournee war, hat es mich immer wahnsinnig schnell genervt, nur Musik zu hören. Das kann ich eine Zeit lang ab und dann kommen irgendwelche Lieder, die mir nicht gefallen und dann denke ich mir, ach nö, dann höre ich mir lieber eine schöne Geschichte an. Und ich
bin sehr glücklich darüber, dass der Hörbuchmarkt in den letzten Jahren ja doch stetig gewachsen ist und da ganz, ganz, ganz fantastische Sachen dabei sind. Klar, manchmal erwischt man vielleicht eins, wo man sagt, auch vom Thema her ist nicht meins oder die Stimme ist, die erreicht mich vielleicht nicht so, aber das ist ganz, ganz selten. Ich finde, die meisten Produktionen sind wirklich ganz hervorragend und ich liebe es, Hörbücher und Hörspiele zu hören. Gibt es eine Lieblingsrolle von dir, die du am liebsten spielst, wo du sagst, boah, die macht am meisten Bock? Nee, eigentlich nicht, weil jede macht auf ihre Art total Bock. Deswegen, ich lasse mich auf jede wieder neu ein. Und ich habe neulich Märchen eingesprochen, was ganz anderes. Oh. Und es war total entzückend und es hat riesig Spaß gemacht. Und ich habe im letzten Jahr die ersten zwei Teile von einer Trilogie von Astrid Ruppert eingelesen. Auch wieder was ganz anderes, was ganz Ruhiges und eben kein Hörspiel, sondern ein Hörbuch. Und es ist jedes immer wieder für sich total spannend und neu. Und jedes hat halt eine andere, jedes stellt eine andere Herausforderung an mich. Die Schau ist halt sehr körperlich auf ihre unkörperliche Art und Weise als Stimme. Und die anderen, ja, da hast du dann vielleicht mehr die Sprache, auf die du auf eine andere Art und Weise achten musst. Also es hat jede Rolle immer wieder ihre Faszination. Also was ich bei der Schau halt auch so genial finde, ist, man hat das Gefühl, du bist wirklich auch in London aufgewachsen, auch wenn du jetzt Deutsch sprichst. Aber das finde ich auch sehr gut. Da muss ich ein dickes Lob an Dennis und seine Regie da machen, weil das, auch wenn Torben oder auch wenn du sprichst, ich kann die Augen schließen und mir vorstellen, wenn Londoner Deutsch reden würden, das wäre genau der gleiche Tonfall. Aha, cool. Und du machst das dann auch so, ich sehe dich dann in London und du hast halt auch eine sehr schöne englische Aussprache, wie der Torben halt auch. Und das macht es authentischer. Ja, es ist aber auch einfach, wie du schon sagst, von den Texten her auch so, dass sie führen dich da eh so durch und es ist so recherchiert, dass du dich da auch einfach als Sprecher so draufsetzen kannst und du weißt, du siehst dann selber dich diese Straße langfahren. Und das liegt schon auch in hohem Maße an den Texten, dass man sich da gut zurechtfindet. Was machst du denn, wenn du nicht Hörspiel machst? Ich meine, wenn du nicht schauspielst, was machst du für dich zu Hause, wenn du dich entspannen willst oder... Keine Ahnung, ich gehe zum Beispiel gerne auf Konzerte. Was machst du? Ich meine, wenn man kann. Ja, stimmt, genau. Konzerte ist gerade ein bisschen doof. Ich gehe auch gerne auf Konzerte. Das ist auch die Art und Weise, wo ich gerne Musik höre und richtig lange gerne Musik höre. Aber ich gehe sehr gerne einfach raus in die Natur. Ich bin wahnsinnig gerne im Wald. Ich bin wahnsinnig gerne mit dem Stand-Up-Paddle auf dem See. Cool. Ja, das sind so die Momente, wo ich dann so richtig so meine innere Ruhe auch mal habe und mich selber denken höre in diesem ganzen Trubel drumherum. Was ich aber auch eben noch mache, was mir irre Spaß macht, was jetzt aber auch wieder beruflich ist, ich schreibe Dialogbücher für ausländische Serien. Ich habe auch lustigerweise für Arrow schon mal ein paar Bücher geschrieben. Habe mir dann selber meine Texte für die Laurel geschrieben. Das ist auch noch eine total spannende Sparte in diesem Beruf. Aber weißt du, das hat man gehört. Das hat man total. Also ich habe Arrow, glaube ich, bis zur dritten oder vierten Staffel geguckt. Ja. Und ich fand, dass man das gehört hat, weil es sehr auf dich dann auch gemünzt war ab okay. und zu. Wobei ich sagen muss, ich habe dich bei Arrow zwar auch wahrgenommen, aber hier ist es noch mal eine Schippe drauf, 13 Schippen drauf. Ja gut, in Arrow ist es natürlich auch ganz klar, geht es ja auch um ihn und da ist ja die Laurel auch eine zuarbeitende Rolle und insofern ist sie dann ist ja auch gar nicht so groß. Ich achte halt total auf Synchronsprecher. Ich habe auch meine Lieblingssprecher. Mhm. Und lange Zeit wusste ich halt, als es noch kein Internet gab, da wusste ich halt überhaupt nicht, wie die hießen. Ich konnte die ja nicht googeln. Ja, man kann da ja gar nicht dran. Ja, ja, klar. Aber so eine lustige Geschichte zum Thema Stimme. Es ist mir mal so gegangen, wie du gerade sagte, man kann ja mal googeln in der Kartei. Irgendwann kam mein großer Sohn aus dem Kindergarten heim und hatte gesagt, Mama, heute kam eine Mutter von dem Sohn so und die hat eine ganze Kiste voll DVDs mitgebracht und wir haben alle eine haben dürfen. Ich dachte mir, aha, okay, dann hat er sich eine rausgesucht mit so kleinen Welpen im Weltall. Und ich dachte mir, das kommt mir irgendwie so bekannt vor, ach, keine Ahnung. Dann haben wir uns den an einem Sonntagnachmittag mal alle zusammen angeguckt und mein Sohn guckt mich plötzlich von der Seite an und sagt, Mama, bist du das? Und ich so... warte mal, das Vater, jetzt redet die gleich mal. Ja, stimmt. Warte, ich google mal schnell. Und dann habe ich den Film gegoogelt und da stand da mein Name. Da dachte ich, ach, ist ja interessant. Guck an, ja, bin ich, lustig. Ja, aber das zeigt ja auch eigentlich, dass man so, ich meine, ich glaube, deswegen frage ich dich auch, ist das nicht
kann man jede Rolle irgendwie gleich geil finden, weil man so viele macht und irgendwann, ich will nicht sagen, dass man die dann doof findet, man rockt sich ja in jede Rolle oder man findet sich ja ein und findet das ja auch in dem Moment toll, aber ich glaube, gibt es Rollen, die dir mehr im Gedächtnis bleiben? Ja, das auf jeden Fall. Natürlich, also man fuchst sich in dem Moment, in dem man sie spricht, in jede Rolle rein, aber manche hat man schneller vergessen als andere. Und manche vergisst man gar nicht. Welche Rolle mich wahnsinnig selber gepackt hat, war die Audrey Tautou in Mathilde, eine große Liebe, in diesem Film aus dem Ersten Weltkrieg. Der war phänomenal. Erstens mal war die Arbeit daran mit der Regisseurin damals war irre intensiv. Es war natürlich auch ein sehr schweres Thema. Diese Audrey Tautou verdient natürlich auch eine ganz, ganz, ganz spezielle Bearbeitung, weil die ist so großartig. Der möchte man natürlich auch in nichts nachstehen. Und das war wirklich eine sehr intensive, tolle Zeit. Und der Film ist richtig schön geworden. Also es hat die Synchro sehr, sehr schön funktioniert. Und dann gibt es eben so einige so wirkliche Highlights, auf die ich dann auch stolz bin. Und wo ich sage, Mensch, den gucke ich mir dann tatsächlich auch mal an. Weil normalerweise ist es natürlich auch so, dass man ganz oft, während man im Studio ist, noch gar nicht weiß, wie der Film oder die Serie überhaupt heißen wird. Mittlerweile ist es einfacher, weil sie ja mittlerweile meistens den englischen Titel lassen und dann vielleicht einen deutschen Untertitel dazu noch machen. Aber früher war es tatsächlich so, dass die Filme im Original komplett anders hießen als danach im Deutschen. Dass man die dann auch später gar nicht mehr erkannt hätte. Dass man gesagt hätte, ach, das ist jetzt dieser Film, den ich damals gesprochen habe. Es war dann wirklich mehr oder minder Zufall, wenn man den dann mal gesehen hat. Aber bei so ein paar... Ist heute immer noch so. Wahrscheinlich ist es immer noch so, ne? Ich danke dir. Ich hoffe, es war etwas kurzweilig und hat dir die Pause etwas versüßt. Ja, sehr sogar. Ich danke dir für deine Fragen. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir treffen uns mal in richtig. Ja, das fände ich schön. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns kennenlernen. Ich komme gerne vorbei. Wenn das alles mal wieder leichter wird und man wieder leichter irgendwo hinfahren kann, dann komme ich sehr gerne. Mach's gut. Du auch. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Jo. Ciao. Du auch. Ciao. Ja, ja. Zwei coole Mädels unter sich halt. Ich liebe sie. Sowohl als Schau als auch als Stefanie Kellner. Total coole Socke. Echt, ich finde die Frau einfach genial. Tja, und da jetzt schon der Prolog und die erste Folge draußen sind und ich die Folge 2 noch nicht habe, um euch was draus vorzuspielen, habe ich mir einfach mal überlegt, ich durfte ja Mäuschen spielen, ne? Also Stefanie saß in München, Dennis saß in Hamburg und ich saß in Köln. Und die Technik macht's möglich. Dennis gibt Regieanweisungen aus Hamburg nach München und ich sitze einfach nur still rum und höre zu. Und ich dachte, naja, wenn ich zuhören darf, dann dürft ihr das wohl auch. Also, es gibt einen kleinen Ausschnitt aus Folge 2, aber eben nur aus Schaus Sicht mit Regieanweisungen von Dennis Erhardt, damit ihr mal hört, wie das so im Studio aussieht oder beziehungsweise was da so passiert. Ja, es geht los bei auf wackeligen Beinen, ne? Genau, warte. Okay. Auf wackeligen Beinen folgte ich Sinclair und erreichte das Treppengeländer, als ich die Mündung einer Waffe im Nacken spürte. Die Stimme. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, keine Luft. Ich kann nicht sprechen. Geh noch mal gehaucht, bitte. Ich kann nicht sprechen. Sinclair, am Treppenabsatz unter mir. Die Kugel hatte die Frau am linken Unterarm erwischt. Sie erwiderte das Feuer. Ich fegte herum, aber mein Tritt ging ins Leere. Sie knallte meinen Kopf gegen das Geländer und hetzte zu einem weiteren Treppenabgang auf der Rückseite. Da musst du das Tempo beibehalten, das passiert zu schnell. War zu schnell? Nee, das passiert zu schnell. Ach so, okay. Da musst du das Tempo mitgehen, weil sie knallte meinen Kopf und so. Gut. Bist du zu langsam. Sie erwiderte das Feuer. Ich fegte herum, aber mein Tritt ging ins Leere. Sie knallte meinen Kopf gegen das Geländer und hetzte zu einem weiteren Treppenabgang auf der Rückseite. Sinclair, der mir Feuerschutz gab. Wir wollten ihr auf... Moment, nochmal bei... Sie knallte meinen Kopf. Geh mal nicht bei Rückseite runter, sondern bleib in totaler Alarmstimmung. Die hat ja immer noch die Waffe, die kann dich erwischen. Adrenalin. Okay.
Sie knallte meinen Kopf gegen das Geländer und hetzte zu einem weiteren Treppengang. Sie knallte meinen Kopf gegen das Geländer und hetzte zu einem weiteren Treppenabgang auf der Rückseite. Sinclair, der mir Feuerschutz gab. Wir wollten ihr auf dieser Seite folgen, als unter uns Schütze... Wir wollten ihr auf dieser Seite folgen, als unter uns Schüsse aufblitzten. Moment, nochmal den vorigen. Sinclair, der mir Feuerschutz gab. Schneller. Sinclair, der mir Feuerschutz gab. Ja. Wir wollten ihr auf dieser Seite folgen, als unter uns Schüsse aufblitzten. Das kommt völlig überraschend jetzt. Noch mehr Gegner. Wir wollten ihr auf dieser Seite folgen, als unter uns Schüsse aufblitzten. Ich überlege gerade, ob wir... Na, ich weiß nicht, noch eine zweite Version machen von diesen kurzen hier. Und zwar von dem Ich kann nicht sprechen, den will ich auch nochmal haben, den einen, aber dann darunter, darum geht es mir. Du bist jetzt halt in die Action gegangen total und ich überlege gerade, ob wir eine zweite Version machen, dass wir doch etwas mehr Distanz machen von ihr. Aber ich glaube, es könnte schon ein krasser Gegensatz dann sein, oder? Wenn es dann zu ruhig wird? Ja, ich meine auch eher so, dass du, als wenn du neben dir stehst, weißt du, so du bist in totaler Todesgefahr und du nimmst alles überhaupt nicht mehr selber wahr, sondern ich sehe mir eigentlich zu, das im Schockzustand praktisch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, also wenn du sowas machst wie Sinclair, Treppensatz unter mir, Absatz, die Kugel hatte die Frau am linken Unterarm erwischt. Probieren wir es aus. Okay, Sinclair, am Treppenabsatz unter mir. Die Kugel hatte die Frau am linken Unterarm erwischt. Sie erwiderte das Feuer. Ich fegte herum, aber mein Tritt ging ins Leere. Sie knallte meinen Kopf gegen das Geländer und hetzte zu einem weiteren Treppenabgang auf der Rückseite. Sinclair, der mir Feuerschutz gab. Wir wollten ihr auf dieser Seite folgen, als unter uns Schüsse aufblitzten. MP-Feuer aus mindestens zwei Waffen. Der Kugelhagel riss den Beton von den Wänden. Und einen noch, wo du, als wenn du wieder neben dir stehst, dieses aber selbst wenn ich gewollt hätte. Keine. Die Stimme. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, keine Luft. Leiser noch. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, keine Luft. Ich kann nicht sprechen. Mann. Nach dem kurzen Einblick bin ich aber jetzt auch schon gespannt, wie Bolle, wie es weitergeht. Mann, ich bin nicht gut im Warten. Geduld war nie meine Stärke. Das war's auch schon wieder. Wir hören uns im Juni wieder. Im Mai ist der Fan-Podcast dran. Bis dahin, klickt uns auf YouTube, liked uns auf Facebook, bleibt einfach dran. Wir hören uns.